Also das Wort Blut kommt hier sehr oft vor, stelle ich fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kenne Menschen, die sagen, ich kann kein Blut sehen. Die dürfen dann nicht in den medizinischen Beruf gehen. Hier steht ausdrücklich Blutvergießen. Ja. Das verwenden wir eigentlich, dieses Wort, eher in einer Schlacht oder wenn Krieg beschrieben wird oder in einem Massaker passiert. Ja, da gab es Blutvergießen. Das ist eine Horrorvorstellung. Könnt ihr erklären, was es mit dem Blut auf sich hat? Also hier sagt er ja, im alten Bund wurde der Bund mit Blut geweiht oder eingerichtet. Und dann steigert er das zu dieser grundsätzlichen Aussage, ohne Blutvergießen gibt es überhaupt gar keine Vergebung. Warum ist das so? Dieses Blutvergießen zieht sich ja schon vom Anfang an durch die Bibel. Wenn wir auch an Mose denken, da wurden die Leute ja auch nur gerettet, indem sie mit dem Blut ihre Türen bestrichen haben. Und das zieht sich so durch. Und ich finde das Beispiel, was diese Bibel selber bringt mit dem Testament, diese Symbolik, total passend eigentlich, weil wir sagen ja oft, dass wir Erben sind, Erben des neuen Reiches dann, dass wir Christi Erben sind. Und das ist immer sehr abstrakt, finde ich. Aber wenn wir das jetzt mal so betrachten, dass man ja nur etwas erben kann, wenn vorher jemand dafür gestorben ist. Ja, erst dann tritt dieses Erbe in Kraft, erst dann wird es gültig. Und wir können nicht Erben Jesu sein, wenn diese Sache nicht passiert ist. Und dadurch, dass Jesu ja für uns gestorben ist, ja, wird es dann sozusagen aktiviert. Und dann tritt sein Testament in Kraft. Ja, und das ist dieses Rätsel, dieses Geheimnis hier. Ich meine, vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen tiefer graben. Weil so als das ist ja fast so ein christliches Klischee. Ja? Jesus ist für meine Sünden gestorben. Wenn ich jetzt mal mich distanziere von dieser klischeeartigen Aussage, dann könnte ich ja durchaus auf den Gedanken kommen, beziehungsweise auf die Frage, wieso das denn? Wieso das denn? Da muss jemand sterben? Ja, wirklich, der erleidet den Tod, damit meine Sünde vergeben werden kann? Warum das denn? Warum Blut? Warum muss es Blutvergießen geben? Warum nicht, wie wir das in unseren Beziehungen machen, du hast mir Unrecht getan, du bittest mich um Vergebung und ich sage, okay, ich vergebe dir. Und die Sache ist erledigt, hoffentlich. Sünde ist etwas, was mich trennt von Gott. Und wenn ich getrennt bin von Gott, ist die notwendige Folge, dass ich sterbe, weil Gott der Lebensspender ist. Wenn da eine Trennung entsteht, ist die logische Folge logische Folge der Tod. Das heißt, eigentlich bin ich diejenige, die sterben muss. Und da kommt jetzt jemand, der sagt, ey, du bedeutest mir so viel, ich mache das für dich. Ich sterbe für dich, damit du lebst. Und das ist das, was Christus macht. Aber einer muss sterben, weil diese Trennung, dieses Todesurteil im Paradies gesprochen wurde, als wir Menschen anfingen zu sündigen. Und wir brauchen einen Stellvertreter oder eben unseren eigenen Tod, aber der kann die Brücke nicht wiederherstellen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, Gott kann doch angeblich alles, hätte er das nicht anders lösen können? Warum musste da jemand sterben? Warum der Tod? Also ich glaube, dass das eine ganz zentrale und sehr komplexe und sehr vielschichtige Frage ist, an der wir jetzt sind. Und wir sehen sie klarer, weil wir auf Jesus zurückblicken können. Der Schleier, von dem Paulus spricht, ist abgenommen. Trotzdem, glaube ich, sehen wir auch noch nicht alles an der Stelle. Also es ist ja auch, sage ich mal, der Aspekt der Rechtfertigung Gottes wird auch in der Bibel ja angesprochen. Das spielt ja auch mit rein. Also es geht nicht nur um die Erlösung des Sünders, sondern es geht auch darum, ist Gott gerecht? Und wie geht er mit der Sünde um? Und deswegen sage ich, dass wirklich bis ins Letzte, und da brechen dann, glaube ich, auch die Bilder ein Stück weit zusammen mit dem Opferdienst und so weiter, weil es so komplex ist. Ja. Mhm. Aber ich denke, dass da die ganze Dramatik auch dahinter steckt, was Sünde wirklich ist. Und ich denke, dieses Sündenbewusstsein ist immer schwächer.
Also wir möchten das eigentlich verdrängen, verdecken, so schlimm ist es auch nicht. Deswegen ist es ja eigentlich viel blutiger noch gewesen im Alten Testament. Mhm. Im Neuen Testament, wo eigentlich das viel größere Opfer gemacht worden ist, sagen wir, das ist schon gemacht. Wir brauchen es also nicht direkt selber machen. Wir schieben es also auch leicht von uns weg. Außer, und ich denke jetzt gerade an diesen Text, die Folge der Sünde ist der Tod. Ich denke auch, wenn ich das Abendmahl für mich nehme, da ist auch die Rede davon, dass ich es für mich trinke, diesen neuen Bund, ja, zur Vergebung der Sünden. Und ich denke, der Begriff Vergebung ist überhaupt der zentralste Gedanke überhaupt, mit dem jeder Mensch ständig ringt und zu tun hat. Den wir aber erst dann, so verstehe ich dich, verstehen können, wenn wir Sünde tatsächlich irgendwie begriffen haben, was das eigentlich heißt. Der Begriff Sünde ist wahrscheinlich auch schon abgegriffen. Mhm. Insofern, als er uns nicht mehr wirklich suggeriert, wie tiefgreifend das ist, was da passiert ist. Ja, wir sagen, es ist ein kleiner Sünder, dieser große Sünder. Dieser Vertrauensbruch, der dadurch passiert, das ist uns wahrscheinlich durch unsere Fehler, die wir so begehen, auch aneinander, nicht so wirklich bewusst, wo wir dann sagen, ach, verzeih mir, entschuldige, ja, ich habe das vergessen oder das nicht richtig gemacht oder ich habe dich verletzt, indem ich ein falsches Wort gesagt habe. Das sehen wir dann schnell als Lappalie, aber es ist viel tiefgreifender.